Wir haben dann noch was für euch. Sleeping Will hat geantwortet. Oh ja, und zwar auf die Frage, braucht ein Bassist eigentlich ein Bass vor Ort? Hi, Hugh Simmons von Sleeping Well hier. Ich bin nochmal gebeten worden von Blattoro, mich mit der Frage zu beschäftigen, braucht ein Bassist wirklich einen Bass? Ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich gedacht, auf jeden Fall braucht ein Bassist auch einen Bass. Allerdings musste ich irgendwann feststellen, nach einigen Shows, dass ganz viele Leute gar nicht so auf den Bassisten achten. Und auch unter anderen Bands geht manchmal so das Wort um, was, ihr habt einen eigenen Bassisten dabei, ist aber teuer, Reisekosten, dies, das, braucht doch kein Mensch. Wenn wir einen Bassisten haben, haben wir auch schon häufiger gehört, der muss ja zumindest singen oder die Einkäufe machen oder was weiß ich nicht was. Naja, das Ganze hat mich natürlich relativ sauer gemacht, weil, ich will es mal so sagen, als wir damals eingekauft haben, Bassanlage, Schlagzeug, dies, das, klopft es irgendwann an unsere Proberaumtür und so ein Typ im Anzug kam rein, hat eine Flipchart aufgestellt und meinte, stell dich hier schon mal hin, Zwegert mein Name. Wenn ihr wisst, was ich meine. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, denen zeige ich es mal. Denen zeige ich es mal. Allen Leuten, die sagen, man braucht keinen Bassisten. Da ist natürlich das Geile, wenn man in der Music Corner Mafia ist, die richtigen Kontakte hat. Ich also mal kurz telefoniert vorm Auftritt. Kam eine riesen Demo vorgefahren. Chef persönlich stieg aus und drückte mir unser absolut wichtigstes Instrument, das wir im Music Corner haben, in die Hand. Das hier. Weil sauberer Laden, sonst geht's nicht. Naja, jedenfalls habe ich mir dann den guten Kumpel hier geschnappt und mich auf die Bühne gestellt und Gas gegeben ohne Ende. Und bin dann nachher zu den Leuten gegangen und meinte, na, wie hat euch heute meine Bass-Show-Einlage gefallen? Und alle möglichen Leute, ja, wie immer halt, ne, richtig geil. Irgendwie, ne, so, ne. Dann dachte ich mir, das kann jetzt entweder extrem gut oder extrem schlecht sein, dass die Leute das sagen. Na, irgendwie war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, hab ganz viel negative Energie aufgebaut, hab mir dann auch professionelle Hilfe gesucht. Da hieß es dann, versuch's mal mit Meditieren. Da dachte ich mir, okay, probiere ich mal, immer noch besser als rumsitzen und gar nichts machen. Und ja, dann ist mir beim Meditieren eigentlich der absolut geilste Spruch dazu, zu der Frage, braucht man als Bassist einen Bass, überhaupt eingefallen. Und zwar, entweder bin ich so schlecht, dass es allen möglichen Leuten einfach nicht auffällt, was ich mache? Oder ich bin so gut, dass ich den Leuten selbst ein Solo auf dem Schrubber für ein geiles Bass-Solo oder für eine geile Bass-Show-Einlage verkaufen kann? Das kann jetzt jeder für sich interpretieren, wie er möchte. Und damit muss ich euch dann auch mit der Frage, braucht man als Bassist einen Bass auch wieder alleine lassen? Weil, klar, man kann es so machen oder so machen. Was die Leute nachher sehen, ist immer das, was sie sehen wollen. Ich glaube, ich bleibe weiterhin bei meinem Bass und wenn ich den mal wieder irgendwo vergessen sollte, schnappe ich mir wieder einen Schrubber. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und man sieht sich. Ciao, ciao. Du hast quasi uns gerade beantwortet, ein Bassist braucht den Bass nicht vor Ort. Er kann auch mit einem Mob über die Bühne laufen. Stimmt. Solange die Show geil dabei ist. Und du läufst ja die ganze Zeit, beziehungsweise sitzt neben einem Wischmob. Du doch auch normalerweise. Sein Bass sieht schon geil aus als Axt. Die Axt ist geil, ja. Aber ich glaube eher, das war nur Deko. Das war kein Bass, das war nur Deko. Nein, das ist ein Bass. Nein, die Seiten sind draufgeballt, das hat man genau gesehen. Ich habe ein Auge dafür. Oh, dann müsste ich mal den Andi fragen, der ist der Bassist. Entschuldigung, hat unser Premium dazu versucht, was beizubringen. Den wollen wir nicht fragen, wir lassen ihn mal raus. Okay. Das tut uns nur leid. Der muss schon genug leiden. Also, er ist unser Premium dazu, er muss für uns beizubringen. Er ist Azubi, er hatte einen Penisbruch.
Deswegen wird er jetzt dauernd gemobbt. Ah ja. Und er muss die ganze Arbeit für uns machen. Ja. Alles klar. Ein gutes Sinne. Schönen Mittwochabend noch. Bleibt gesund, bald ist Weihnachten. Oh ja.